Natürlich! Dann habe ich Messer, gut, nicht Messer. Wo kommen? Mal gucken, was unsere hobbylosen Fans zu dem Video sagen. Das. Ja. Ich stehe hier mal auf. Was sagen Sie zu dem Spiel? Super, ich bin gerade in Führung und muss mich hier konzentrieren, aber ich werde das Spiel gewinnen. Was sagen Sie zu dem Spiel? Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade irgendwie scheiße. Okay, sozusagen Verlierer und Gewinner. Ja, genau. Ja, ich finde das auch. Da ist ein Loch in der Wand. Ein Loch in der Wand. Ich habe gerade einen Punkt gemacht, das freut mich sehr. Aber wie steht's denn jetzt? 4-2! Jetzt steht's leider 5-3. Und bei 10 ist Schluss. Ja, bei 10 ist Schluss und Frau Böker ist leider in Führung. Ja, das tut mir schrecklich leid, aber ich kann nichts dran ändern. Du hast noch einen Punkt gekriegt, ne? 5-4. Ja, 5-4. Ich hab gerade noch einen Punkt gemacht. Ne? Jetzt steht es leider, weil ich hier gerade am Verlieren bin. Katze verliert gegen die Profin Birki. Ja, das tut mir schrecklich leid, aber ich werde gleich das Feld. Das Feld räumen. Das Feld räumen, da hinten auch. Ja, das Feld räumen, damit die Sache gleich schmeißt. Ja, spielen kann, ja, genau, und das will ich schön hören, ja. Weil ich konzentriere mich auf das Video. Sieht man mich auf? Bin ich gut drauf? Ja. Und das ist ein Tischtennisball. Wie viele Punkte ich jetzt stehe. Morgen mal gar nicht nochmal wiederholen. Ja, was? Habe ich gewonnen? Nein. Ich weiß nicht, wie viel das wird, weil die Kamera ist gerade hinter mir und die denkt, ich werde wirklich ablenken. Hallo. So, so finde ich aber auch, weil ich ständig spiele. Kameramann, halten Sie doch mal bitte auf das Feld. Hier. Einmal bitte. Und das war ein Auftrag, ja? Ja, das ist auf der ganzen Welt, der die Frau Bucay gewinnen lässt.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stehgefühle einfach was haben. Und. Ein Punkt. Wie viel steht sie noch? Kann ich wohl nicht nochmal 6-4 machen, weil einfach weiter. Ja, 6-4, okay. Der nächste Punkt steht dann wieder. Ja. Der wird dann. Von hier steht schon 6-5. Ja. Ich sehe nicht, wo er ist da. Und ich bekomme jetzt den Ball gegen sie. Das kann ich leider nicht. Deswegen steht es jetzt auf 6-5. Ich gewinne noch. Ja. Ich habe dann auch mit 200 Video. Ja, natürlich. Das war auch noch unsere neue Kanal, ne? Und wenn wir dann ganz viele Klicks haben, dann bekommen wir von ihm rein. Das war auch ein guter Moment, sieht nicht gut aus. Bitte keine Fotos. Ja. Dann, muss ich mir Autogramm schreiben? 7-6. Ja. Ich gewinne noch. Ja, bitte nicht stören. Es ist eine Konzentrationsphase. Das hat mir geholfen. Ich habe wieder einen Punkt. Ja, leider. 8-6, glaube ich. Ja. Und ich verliere ja Hochhaus. Ja, leider. Das tut mir schrecklich leid. Und das ist doch noch ein Heimspiel. Ja, ein Heimspiel. Und die Frau Bücker, die schießt hier voll ab. 9-6. Ein Punkt nur noch. Ein Punkt. Ich gehe mal gucken, was die Jungs so machen. Gegen bekloppten Hausen. Deutschland verliert leider gerade. Gegen Dummhausen. Nee, gegen Spanien. Gegen Spanien. Das Land, was ich am meisten hasse. Ja, ich weiß nicht. Wie schön da. Italien, ja. Und da war ich jetzt ja in der Nächste. Der ist doch schön. Ja. Also, zwei Wochen. Da muss ich die Sache leider alleine lassen. Und ich habe gerade verloren. Die haben verloren. So, das ist doch schön. Sie zu dem Spiel. Hallo! Es tut mir schrecklich leid, aber ich habe verloren. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Und das ist die Sarah, unser Kamerateam. Ja. Und das ist die Team. Ich habe gewonnen. Ja, und ich leider nicht. Ja. Und das ist die Sarah. Und ich trete jetzt gegen Frau Böcke an. Ja, und ich werde jetzt die Kamerafrau spielen. Ja. Das ist die Sarah, unser Video ist schon 8 Minuten, Wahnsinn. So ein langes Video hatten wir noch nie. Ich bin die Frau Blücker. Ja, und 3, 2, 1, los. Und das Spiel ist voll in Action, wie Sie sehen können. Der erste Punkt also. Ja, der erste Punkt. Sarah, du musst das schaffen. Boah, der Ball springt aber schnell übers Feld. Ja, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und ja, jetzt. Sarah, das musst du schaffen. Ja, 1-1. Ja, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Für Sarah. Sarah hat gerade einen Punkt gemacht und rennt den Ball hinterher. Ey, was sollte das? Was sollte das? Mann! 2 beide. Ja, 2 beide. Was sagen Sie zu dem Spiel? Guter Verlauf. Ja, gut. Und Sarah, welches Land sind Sie? Deutschland. Ich bin sehr gut. Deutschland muss gewinnen gegen Italien. Gegen scheiß Italien. Italien ist ein scheiß Jahr, da war ich letztes Jahr in den Herbstferien. Und? 3-2. So, Sarah, schlag sie, damit ich weiterspielen kann. Ja, Sarah, das geht nicht. 4-3. Für wen? Für Sie? Für Italien? Ja. Das ist sehr schlimm. Wie geht's Ihnen denn so in Deutschland? Alles gut? Gut, ja. Ja, sehr schön.
Sehr schön. Und wie Sie sehen, ist da eine Uhr, die ich erzählen muss. 5:03. Ja. Was? 5:03? Sehr schön. 5:03? 4:05. 5:04? Ja. Die WM geht gleich. Wie finden Sie das Spiel? 6:04. Keine Antwort. Ja, sehr schön. Sie sind nicht sehr gesprächig. Und ja, ich bleib jetzt mal hier stehen und ja, in Italien und sie rennt wieder dem Ball hinterher und jetzt kommt sie. Wer soll sie decken? Das müssen Sie mir jetzt genauer erzählen. Wer ist sie? Ey, keinen Schläger festhalten. Sagen Sie mir Ihren Namen. Wie heißen Sie? Kackwurst. Das ist ein sehr interessanter Name. Wirklich sehr, sehr interessant. Oh, was war das denn? Ein Profi-Schlag. Der Spezialschlag von Sarah aus Deutschland. Ich. Nein, nur ein Punkt, der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt? Ich bin mich auf die Hilfe konzentriert für die Aufnahme. Ja. Fertig, los. Ja, was sagen Sie zu dem? Die Verlängerung, schlecht gelaufen. Was sagen Sie so? Erzählen Sie mal was. Punkt gemacht. Sie haben einen Punkt gemacht, wie viel steht's denn jetzt? Erzählen Sie mal. 6:09, das ist wahnsinnig schön. 10:09. Jetzt bitte auf die Matte zum Interview. Sie lässt sich einfach drauf fallen und was macht Italien? Also ich bin voller Stolz, dass es uns so wahnsinnig gelungen ist, hier zu gewinnen. Das ist sehr schön. Wen wollen Sie jetzt herausfordern? Nochmal? Ich glaube, ich kann keinen mehr herausfordern, ich bin einfach unschlagbar. Aber die Verlierer können jetzt mal gegeneinander spielen. Nein, ich spiele jetzt. Ich? Ja, ich spiele jetzt gegen Sie. Schon wieder? Ja. Dann gehe ich mal eben kurz gucken, was da drüben abgeht. Ja, sie geht mal kurz gucken, was da drüben abgeht.